Schwer bewaffnete Bundespolizisten kontrollieren in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 30 jedes Fahrzeug, das in Richtung Niederlande fährt. Bei Waldseite ist die Autobahn abgeriegelt. Lastwagen, Transporter und Autos werden über den Parkplatz geleitet, den das technische Hilfswerk hell ausgeleuchtet hat. Im Scheinwerferlicht nehmen Polizisten, Reisende und deren Fahrzeuge genau in Augenschein. Bei der Kontrolle gehen die Beamten sehr vorsichtig vor und die Vorsicht scheint gute Gründe zu haben. Hintergrund der Kontrollmaßnahme ist ersten Angaben zufolge ein Vorfall am Montagabend in Duisburg. In einem dortigen Einkaufszentrum wurde Medienberichten zufolge ein verdächtiger Gegenstand entdeckt und später von der Polizei gesprengt. Ob er gefährlich war, ist noch nicht bekannt. Die Fahndung zu dem oder den Tätern führt die Polizei nach Informationen der Bild-Zeitung in die Niederlande. Dort soll ein Verdächtiger festgenommen worden sein. Es soll im Laufe der Fahndung mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen sein, heißt es. Über Zwischenfälle am Kontrollpunkt in Gildehaus ist nichts bekannt.